Hallo, der BladeSpectator war hier mir geworden. Wir spielen weiter in Rankagora Beach Speed Splash. Die Gessen Arc geht weiter. Episode 9 jetzt. Noch zwei Episoden, dann sind wir wieder am Ende. Nun, alles, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist den Endkampf gewinnen. Weißt du, ehrlich, ich bin überrascht, dass ihr noch hier seid. Ein Haufen Brüder wie ihr. Vielleicht seid ihr im Geheimen eigentlich Perverse. Ach, das muss es sein. Imu, du Vollidiot. Wenn sie pervers sind, weil sie hier sind, dann was zur Hölle sind wir? Wir sind auch pervers, natürlich. Ach, steck mich nicht mit dir in einen Sack, du dreckige Schlampe. Also sind wir gegen Hebijo. Wir können niemals gegen solche wie sie verlieren. Oh, aber versteht ihr nicht? Es ist bereits vorbei. Schaut euch nur Miyabi an. Schaut nur, wie perfekt sie ist. Glaubt ihr ernsthaft, ihr habt eine Chance? Ah, da fängt's wieder an. Die Miyabi-Nuss. Was hast du gesagt, Murakumo? Hast du mich gerade eine Miyabi-Nuss genannt? Hast du gerade Miyabi eine Nuss genannt? Verrückt. Ihr müsst uns entschuldigen, Leute. Es sieht so aus, wie als hat das Finale Imu ein bisschen überhyped. Wie du sagst. Aber ich muss euch warnen, wir werden diejenigen sein, die heute gewinnen. Ah, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Was war da los? Wenn du gewinnst, wenn du sagen wirst, was du willst, richtig? Du wirst sagen, ob du bleibst oder zu dieser anderen Schule gehst. Ja, ich denke, Gewinn ist, was ich brauche, um meine Entscheidung zu treffen. Okay, dann mache ich mich bereit. Was auch immer du wählst, ich werde nicht weinen, ich verspreche es. Bist du sicher, dass du das Versprechen halten kannst? Ja, kann ich, weil gewinnen wird mich stärker machen. Ja, wir könnten es alle vertragen, ein wenig stärker zu sein manchmal. Shiki, lass mich dir in die Augen schauen, während ich das hier sage. Ich werde akzeptieren, was auch immer, welche Entscheidung du auch immer triffst. Ja, es ist schon okay, Murky, du musst nicht deine Maske abnehmen. Dasselbe gilt auch für mich, Shiki. Egal was du tust, ich werde dich bis zum Ende unterstützen. Wenn du bei Gessen bleibst, dann werden wir einen anderen Weg finden, deinen Traum zu unterstützen. Wenn du Übersee studieren willst, dann werden wir dir helfen zu packen. Weil, weißt du, manchmal vergisst du deine Zahnbürste oder sowas. Ja, das wäre sehr hilfreich. Danke, Yoshi. Es ist Zeit, Leute. Seid ihr bereit? Dann lasst uns gehen. Wir spielen die ganze Zeit nur als Shiki und Minori irgendwie in dieser ganzen Arc. Naja. Aber was soll's. Dreckswaffe, ey. Ich glaube Level 7 war die Maximalstufe bei Waffen, oder? Oder 10? Na, wahrscheinlich 10. Fehlt uns bei allen Waffen noch so viel. Ich meine, klar, ich könnte auch eine Grinding-Session einlegen oder sowas. Ja, vorbei. Wenn mir irgendwann mal langweilig ist, mache ich das vielleicht sogar tatsächlich.
Was auch fehlt, wobei vielleicht gibt es das sogar, habe ich nur nicht nachgeguckt, aber es wäre so ein Karten-Loadout, ne? Wo ich favorisierte Karten hinlegen kann und dann, egal mit welchem Charakter ich spiele, habe ich die quasi schnell zur Hand. Ne? Weil das bei jedem Charakter einzeln zu machen, ist halt Schmerzen im Arsch, ne? Alter, die haben mir gerade richtig hart einen mitgegeben. Nee, wir haben bei fast allen schon mal erste Hälfte der Lebensleiste weg. Alter, ich konnte mich nicht bewegen, kein bisschen. Das ist ja wohl nicht fair. Murasaki. Alter. So, wer fehlt noch? Ich nehme mein Schild. Down? Bitte. Sind wir immer abwechselnd, auch wenn die jetzt keine Tippen hat, ne? Imo, lass das! Ja, wir haben total gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben es geschafft, Leute. Ja, unser Team rockt am härtesten. Dann weißt du, gerade jetzt in diesem Match hat es mich getroffen. Ich werde niemals andere Freunde finden, auf die ich so zählen kann, wie auf euch. Shiki. Die ganze Sache war total großartig. Es ist wie als hätte ich den größten Spaß hier von aller Zeiten gehabt. Ich kann davon nicht einfach weglaufen. Niemals. Aber ich habe trotzdem einen Traum. Ich will immer noch ein internationaler Super Ninja werden. Also, Shiki hat ihre Entscheidung getroffen. Sie wird sie direkt nach diesen Nachrichten bekannt geben. Verpasst es nicht. Mr. K. Du gehst mir auf die Nerven. Ja, willst du, dass ich ihn mit meiner ultimativen geheimen Ninja-Kunst treffe? Oh, hey, ich will euch nicht auf die Füße treten hier. Ich verfolge nur Anweisungen vom Management. Was meinst du?
Gratulation zu eurem Gewinn, Gessen-Mädchen. Aber ihr habt immer noch ein Match, das ihr schaffen müsst. Und euer Gegner bin ich. Und Miss R. Oh, kann ich da mitmachen? Es wäre wie eine weitere gute Erinnerung mit euch Leuten. Sehr gut, wir werden euch hier und jetzt begegnen. Dann kommen wir zur letzten Mission der Gessen Arc und dann hören wir Shikis Entscheidung. Ich weiß, ihr seid alle gespannt. Richtig krass, nicht wahr? Wir akzeptieren Ihre Herausforderung, Mr. K. Aber zuerst haben wir eine Frage. Ich weiß ganz genau, was du fragen willst. Was ist der wirkliche Grund vom PBS, richtig? Und, bin ich nah dran, Mrs. Muss alles wissen? Ich glaube, ihr habt versprochen, das zu erklären, wenn wir gewinnen. Okay, lass es mich zusammenfassen. Fähige Shinobis, Wasserpistolen in der Hand, die sich gegenseitig die Schwimmsachen nass machen. Die Frills von so einem Kampf, die Energie, die aus diesen fließt in das Land, das ist der wahre Grund von PBS. Und welchen Sinn hat diese Energie? Warum ist das notwendig? Es stärkt ein bestimmtes magisches Siegel, das die Ankunft des großen Yoma Shin verzögert. Zumindest wurde mir das so gesagt. Also war dieses lahmärschige Turnier alles, um so etwas Wichtiges zu tun? Ich meine, es kann genauso gut Spaß machen, richtig? Es ist besser als all diese, Übungen, durch die ihr sonst durchgeht. So könnt ihr später zurückschauen und darüber lachen. Es ist wie Liebe und Frieden von uns zu euch. Denkt so darüber. Nun, ich schätze, wir können später darüber lachen. Unglücklicherweise brauchen wir ein wenig mehr Shinobi-Energie. Das ist der Grund, warum wir jetzt gegen euch kämpfen. Nun, wenn es für einen guten Zweck ist, dann können wir genauso gut alles geben. Ja, bringt alles, was ihr habt, und wir werden dasselbe tun. Richtig. Oh, das wird eine wunderbare Erinnerung für Mr. K und mich. Dann lass uns direkt beginnen, richtig, Shiki? Ja, total. Bezeugt die Macht von Gessen. Hier kommt Jet K. Und hier kommt Jet A. Das werden wir definitiv nicht mit Shiki machen. Weil die Dinger sind krass. Yumi ist okay, haben wir zum ersten Mal jetzt. Die Soul Rifle haben wir auch noch nicht aufgepusht. Machen wir. Ja, Press Y. For Hand-to-Hand, each character attacks slightly different. Das ist das Problem, dass sie die Charaktere nur leicht unterschiedlich angreifen.
Während wenn man sowas wie Zenran Kagura Estival Versus anguckt, da gibt es halt viel mehr. In jeder Shinobi ist da viel besser in dem Spiel individualisiert als hier quasi, weil hier ist ja nur abhängig von der Waffe, welche Endsequenz kommt quasi. Und ja, der Y-Knopf ist leicht unterschiedlich bei allen, aber das war's dann halt. Das ist schade. Treff ich überhaupt? Alter. Ach fuck. Manchmal wird man dann einfach aus dem Nichts von irgendwas Krassen getroffen. Nein, nein! Verdammte Scheiße. Da wirst du einfach von 50 HP auf nichts runtergeballert. Instant. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst dich nicht bewegen oder sowas. Also gut ausgebalanced ist das Spiel da definitiv nicht, was sowas angeht. Leider gradet es auch schon wieder unsere Karten down. Das hier ist halt definitiv ein schwierigerer Kampf als das gegen das Grabsting. Wo ist er? Okay, unbegrenzt Wasser, sehr geil. Fuck. Ging voll daneben. Wo ist er? Jawohl. Wir haben den letzten Kampf gewonnen. Das ist die Kraft von Gessen. Das sollte die Shinobi-Energie über die Spitze treiben. Ja, für jetzt wird die Welt sich weiterdrehen. Wie seid ihr beide da überhaupt reingekommen oder sowas? Ich bin dankbar dafür, dass du fragst. Sobald wir diese Insel verlassen, werde ich euch alles sagen. Aber jetzt habt Spaß auf diese Zeit hier. Kein Ärger erlaubt. Ihr seid wirklich ein wunderbares Team. Und selbst wenn ihr euch trennt, wird euer Band euch immer zusammenhalten.
Ja, das ist richtig. Spielt keine Rolle, wie weit wir vielleicht gehen müssen oder für wie lang. Ja, in der Tat. Also dann, Shiki. Warte noch eine Sekunde. Okay, sag schon. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde es tun. Ich werde Übersee studieren. Ich verstehe. Du wirst rausgehen und deinen Traum wahr werden lassen. Aber ich werde nicht nur das tun. Das PBS mit euch zusammen abschießen, das ist, was es mich endlich hat erkennen lassen. Yumi, Yoshi, Mulki und Minori. Ihr seid alle so wundervoll und stark und funkelnd, dass ich niemals verlieren kann, wenn ich mit euch zusammen bin. Und das ist der Grund, warum ich über See gehe. Ich will nicht nur ein internationaler Super Ninja werden. Ich will lernen, so gute Shinobi zu sein, wie ihr es alle seid. Hey Minori, du hast gesagt, du wirst nicht weinen. Ich weine nicht. Shiki weiß, was sie will. Und ich werde das akzeptieren. Gib alles, was du hast, Shiki. Danke, Minori. Aber es ist nicht so, wie als würde ich jetzt direkt gehen. Es braucht etwas Zeit, um sich vorzubereiten, weißt du? Einiges an Zeit. Es könnte sogar sein, dass ich warte, bis ich zuerst vor Gessen abgeschlossen habe. Aber selbst danach ist gehen. Dann kann ich nicht mehr mit dir spielen, wenn du über See bist. Aber ich werde immer dich anschieren quasi, okay? Ich sag dir was, lass uns die Sprachbücher nochmal morgen anschauen. Wir können zusammenbleiben, wenn wir zusammen studieren können. Und wie ich gesagt habe, ich werde noch nicht jetzt gehen. Es gibt immer noch einige Sachen, die ich mit euch tun will. Wie was? Hallo? Wir hatten noch nicht eine Siegesfeier. Ja, da hast du recht damit. Also lass uns zurück nach Hause zu Gessen gehen und Party. Ja. Überlass das Superessen mir. Ja, lass uns viel Spaß haben. Ja, und das war auf jeden Fall die Gessen-Arc, ne? Die Entscheidung, die am Ende getroffen wurde, war ja mehr oder minder keine Entscheidung, ne? Weil du nur Dreierkarten bekommen. Uns jetzt Vierer gegeben, oh Mann. Ärgerlich. Ja, mal Zweier. Und eine geile Erinnerungsmedaille. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge Senran Kagura Beach Peach Splash. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ihr wollt noch mehr Bullshit auf YouTube sehen? Dann abonniert doch meinen Kanal. Außerdem klickt dieses Video und das Video.